Ja, also ich war heute beim Thalia hier in Kaiserslautern und da habe ich auch nochmal so geguckt und da fand ich dieses Buch hier. Und was fliegt denn da? Und ja gut, man kennt ja so Bücher halt nicht mit Bildern drin und ich habe schon so ein paar für Bäume und für Blumen und Wildkräuter und so. Aber letztendlich liegen die immer nur rum. Weil ich habe auch keine Lust, die dann so mitzuschleppen und dann ewig lange zu suchen, was das jetzt ist oder so. Und dann habe ich aber hier hinten auf der Rückseite gesehen, da ist die Rede von einem sogenannten Tingstift. Und mit diesem Tingstift, hier ist er, so sieht er aus, ist so ein bisschen wie ein dicker Kugelschreiber. Mit diesem Tingstift kann man in dem Buch auf bestimmte Stellen zeigen. Dann hört man, wie der Vogel singt. Hier sind so gelbe Kreise. In diesem Fall sind sie halt gelb, weil wir hier in der Kategorie Singvögel sind. Das ist halt gelb. Es gibt da hinten auch noch andere Kategorien. Schreitvögel. Die haben dann grün. Und dann gibt es hier auch noch die Greifvögel, die haben dann so einen roten Kreis. Und man kann sich kostenlos auf diesen Stift per USB, ein Kabel ist dabei, übers Internet diese Vogelgesänge runterladen. Und das geht ganz einfach. Man zeigt mit dem Stift auf die Rückseite des Buchs, dann kann er identifizieren, dass es um dieses Buch geht und dann lädt er automatisch die richtigen Dateien auf den Stift. Faszinierend. So, jetzt ist ja mein Stift aufgeladen, dann starte ich den Stift mal, indem ich hier auf diesen Knopf gedrückt halte, ein bisschen. So, jetzt ist er gestartet und dann gehe ich hier auf dieses Feld. Und das ist ein Kolkrabe. Kannst du auch leiser machen. Und hier kann ich noch einen Kopfhörer reinstecken. Jetzt gehe ich aufs nächste. Saatkrähe. Lustig. Oder Waldbaumläufer. Oder Fitis. Kompliziert. Zipperzip. Zilperzip. Meine Brille nicht auf. Müssen wir mal unter die Lupe gucken. Zilpzalp. Ach so. Kein guter hell-dunkel Kontrast hier mit dem Zilpzalp. Sumpfrohrsänger. Teichrohrsänger. Naja, man kann jetzt schon Unterschied hören. Ja, lustige Sache auf jeden Fall. Kosmos, ne? Muss man jetzt nicht bei Thalia kaufen. Kann man sich auch sonst wo bestellen. Und wenn man genug hat, drückt man hier einfach auf den Knopf. Dann ist Pause. Und so geht es wieder an. Lustige Sache. Ja, auch für Kinder toll, ne? Finde ich. Weil dann kann man auch gleich hören, was für ein Vogel das ist. Ja. Was fliegt denn da? Ja, ach so, hatte ich schon gesagt, was es kostet. Also das Buch
12,95 und der Stift 39,90, aber den kann man ja wie gesagt für alle möglichen Bücher verwenden und kostenlos die Dateien dann runterladen. Jo.